Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute bastel ich mit euch die Get to the Shuttle Core Space Erweiterung. Ja, das ist die Get to the Shuttle Core Space Erweiterung. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, war das, vorletzte Woche schon, ein Unboxing-Video gebracht zu Core Space, zum Grundset. Und das ist ganz gut angekommen. Und ich habe da ja auch gefragt, ob ihr eventuell Interesse daran hättet, dass ich mal so ein bisschen vor der Kamera was bastel aus diesem Set bzw. aus diesem Spiel. Und die Resonanz war ganz gut. Und dann habe ich gedacht, habe ich tatsächlich Bock drauf, warum nicht? Und weil das Core-Set dann doch relativ umfangreich ist, wie ihr vielleicht gesehen habt im Video, und einige von den Erweiterungen für sich alleine zum Bauen ein bisschen schwierig sind, weil man die quasi auf das Core-Set draufbaut, habe ich mir gedacht, ich fange jetzt tatsächlich mal mit dem Get-to-the-Shuttle-Erweiterungsset an. Weil das ist so ein komplett in sich geschlossener Bausatz, den man direkt benutzen kann, den man aber zum Beispiel auch für andere Sachen benutzen kann, für andere Spiele, als Geländestück oder als Szenario-Piece oder wie auch immer. Und das ist ein ziemlich cooles Ding. Und ich muss jetzt gleich dazu sagen, das ist jetzt kein Tutorial hier. Und das hat zwei Gründe. Das erste ist, ich mache generell nicht wirklich Bastel-Mal-Tutorials. Und es ist auch nicht wirklich die beste Herangehensweise, Sachen nachzumachen, wie ich sie mache. Weil ich einfach kein Profi bin, was das angeht. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig, weil es gibt nämlich für dieses Set ein ganz erstklassiges Videotutorial direkt von Battle Systems, die Core Space produzieren, die auch das ganze Zeug da drumherum produzieren. Und die erklären da wirklich Schritt für Schritt, wie man das Ganze zusammenbaut, ganz genau. Und das Ganze ist auf Englisch, aber das macht überhaupt nichts, selbst wenn man kein Englisch kann. Man muss einfach nur den Schritten folgen, die da auf der Kamera gezeigt werden, zurück direkt mit Vollaufnahme. Und dann kann man das direkt nachbauen und man wird wahrscheinlich keine Probleme damit haben. Was ich jetzt mache, ist, das nenne ich jetzt einfach mal Let's Bastel. Das so ein bisschen angelehnt ist an meine Spielberichte, die ich ja auch immer schon so baue und anlege, dass es nicht so sehr darum geht, dass man irgendwie alles perfekt versteht, sondern dass man so ein bisschen ein Gefühl davon kriegt, wie spielt sich das Ganze? Wie fühlt sich das an? Macht es mir Spaß? Macht es mir keinen Spaß? Und hier versuche ich jetzt einfach mal, euch zu zeigen, wie ich dieses Ding hier zusammenbaue. Und das ist jetzt ein großer Versuch, ein großer Test für mich. Es kann sein, dass es tierisch in die Hose geht. Dann könnt ihr mir jetzt die nächsten Minuten dabei zuschauen, wie ich grandios versage. Aber das kann ja auch vielleicht einen Unterhaltungswert für sich haben. Oder es funktioniert ganz gut. Dann erzähle ich euch einfach so ein bisschen was nebenher zu dem Ganzen. Und da kommt dann auch noch der nächste Punkt dazu. Ich mache das jetzt auch so ein bisschen, weil ich mir davon verspreche, auch mal so nebenher über ein paar andere Sachen zu reden, die jetzt nicht unbedingt 100% nur Tabletop sind, sondern wo ich einfach Bock drauf habe, drüber zu sprechen. Aber das schauen wir jetzt einfach mal, wie weit ich hierbei komme und wie sehr mich das Ganze auch kognitiv in Anspruch nimmt. Weil, muss man dazu sagen, das ist ein sehr kleiner Bausatz. Das besteht aus zwei Bögen hier. Alles Pappe. Das sind ja die Battle Systems Sachen. Das ist alles immer Pappgelände. Und das macht den Anschein, dass es relativ easy ist, weil es so wenig Teile sind. Aber im offiziellen Tutorial-Video hieß es sofort, Achtung, wenn ihr noch nie ein Battle Systems oder Core Space Gebäude gebaut habt, dann fangt nicht mit diesem an, weil das ist der komplexeste Bausatz, den wir haben. Das heißt, ich fange direkt mal so richtig dreckig an. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe nämlich schon ein paar Battle Systems Sachen gebaut und ich habe mir natürlich auch das Tutorial-Video angeguckt. Mal gucken, wie viel ich mich tatsächlich davon noch erinnere. Ja, und genau. Bei dem Ganzen ist gar nicht so wahnsinnig viel dabei. Das ist einfach nur dieses Deckblatt hier. Das machen wir mal zur Seite. Es ist auch noch hier dieses Szenario-Heftchen dabei, weil das Ganze ist ja eine Spielerweiterung. Das heißt, man kann mit diesem Shuttle spezielle Szenarios in Core Space spielen, wo es darum geht, so ein bisschen dieses Shuttle erstmal für sich zu beanspruchen, zum Beispiel im Rahmen einer Kampagne. Und es sind auch Regeln dabei, was es einem dann im späteren Spielverlauf für Vorteile gibt, das Ganze. Weil sobald man das Shuttle für sich hat, dann kann man das in sein eigenes kleines Raumschiff, da gibt es ja so eine Karte dafür, jeder hat eine Raumschiffkarte, kann man das dann quasi ins Docking Bay oder in den Laderaum, kann man dieses Shuttle dann reinstellen und dann bei späteren Spielen wiederum benutzen. Also es ist eine ziemlich coole Sache und wie ihr hoffentlich dann auch bald sehen werdet, ein ziemlich cooler Bausatz. Ja, und grundsätzlich ist es so bei den Battle Systems Geschichten, man braucht eigentlich nichts außer dem, was mitkommt. Manchmal, das ist jetzt hier bei diesem speziellen Bausatz ein bisschen extra,
braucht man Sekundenkleber, das eine oder andere Teil kann man ankleben, muss man aber nicht. Andere Sachen muss man tatsächlich zusammenkleben, gerade so ganz kleine Fitzelsachen, da ist es einfach die praktischste Herangehensweise. Aber bei den meisten Sachen braucht man das normalerweise nicht. Die haben meistens noch so kleine Clips, mit denen man die Teile zusammensteckt oder so. Aber hier ist das jetzt nicht der Fall, da wird alles so in sich zusammengesteckt. Ich habe jetzt hier noch ein Bastelmesser dabei, das ist aber vor allem so als Hilfsmittel, wenn man vielleicht kleine Teile raustrennen muss oder wenn man irgendwie vielleicht doch mal hier was anritzen muss, weil manche Sachen muss man so ein bisschen umknicken. Die sind normalerweise auch schon entsprechend vorbereitet, aber das hilft manchmal, wenn man da so ein bisschen nachritzt. Eine weitere Sache, die ich euch empfehlen würde, die ich aber jetzt gerade hier vergessen habe, fällt mir gerade auf, ist, dass ihr euch noch so ein Sharpie holt. Also so einen kleinen Stift. Da muss ich gerade mal schauen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Genau, sowas hier. Also im Prinzip so ein Permanentmarker oder irgendwas. Im Prinzip ist es egal, solange es irgendwie ein schwarzer, filziger Stift ist, der permanent sein sollte. Also kein Folienstift oder so. Und idealerweise hat er so eine Spitze. Ich hoffe, ihr seht das hier. Aber es ist eigentlich egal, was man benutzt, weil das ist so ein ganz schicker Trick. Wenn man das Ding nachher zusammengebaut hat, dann kann man dann nämlich nochmal die Ränder nachfahren, die so ein bisschen, wo man dann die Pappe durchsieht, die man natürlich durch den Druck auf der Oberfläche nicht sieht, aber am Rand eben sieht, wenn man die Teile raustrennt. Und das verstärkt dann das verbessert den Effekt letzten Endes. Also da kann man auch verschiedene Farben benutzen. Man kann versuchen, einen Ton zu finden, der sehr stark dem ähnelt, was man gerade gebaut hat. Oder man benutzt einfach Schwarz. Schwarz ist ganz gut. Es gibt dann halt so ein bisschen so einen leichten Cell-Shading-Look. Aber ich zeige es euch dann nachher einfach kurz, was ich damit meine. Bloß, damit ihr schon mal wisst, was ich hier für Sachen benutze. Wie gesagt, das ist nicht viel, aber es geht auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich hier diese zwei Bögen und wir fangen an mit dem Hauptkorpus von dem Schiff. Und die kann ich jetzt hier einfach raustrennen. Ja. Und ich habe euch gesagt, es ist jetzt kein Tutorial in dem Sinne, es wird auch viel länger als ein durchschnittliches Tutorial wahrscheinlich, weil ich halt jetzt mehr oder weniger ungeschnitten, bis auf ein paar Ausnahmen, hier einfach bastel. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie mit einer Extra-Kamera irgendwie da mega nah dran fahren oder sowas. Also ich versuche euch immer mal wieder zu zeigen, wie es aussieht gerade. Aber grundsätzlich geht es mir wirklich einfach eher so ein bisschen um die Bastelerfahrung. Und darum, dass ich ein bisschen mit euch reden kann, während ich das Ganze mache, weil mir macht das nämlich Spaß. Und ich hoffe, das macht euch auch Spaß. So, jetzt haben wir hier diesen Hauptkorpus. Der ist, hier haben wir die Unterseite von dem Raumschiff. Und hier ist die Innenseite. Das Ganze hat nämlich dann auch einen Innenraum. Und ihr seht hier vielleicht, da sind jetzt schon solche Fenster. Dieses Schiff, das kann man komplett so zusammenbauen, dass diese Fensterchen drin bleiben. Das heißt, dass das Cockpit nicht durchsichtig ist und sowas, wenn man das gerne möchte. Man kann die aber auch raustrennen. Und das Schöne ist, bei den ganzen Corespace-Sachen, die sind sehr, sehr präzise gemacht. Wenn man da so ein Cockpit-Teil rausnimmt, dann kann man das auch relativ problemlos wieder reinmachen. Das heißt, wenn ihr das Zeug rausmacht, dann tut es einfach zur Seite und guckt, dass es nicht verliert. Am besten irgendwie in ein kleines Kästchen reinmachen oder so. Weil wer weiß, ob ihr es mal benutzen wollt. Vielleicht für auch ein anderes Spiel oder sowas, wo ihr dann einfach den Innenraum nicht braucht. Und da sieht es dann noch ein bisschen schöner aus, wenn man eben den Innenraum auch nicht sieht. So. Hier. Das bei den kleinen Teilen muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wenn es dann nicht ganz abreißt. Weil was man auf jeden Fall verhindern will bei den Battle Systems Geschichten ist, dass wenn mal ein Teil nicht ganz perfekt raustrennbar ist, dass man dann hier mit dem Teil quasi Fetzen runterreißt von der bedruckten Oberfläche, weil die ist da quasi draufgeklebt. Und das sieht dann natürlich ziemlich mies aus, das Ganze. Aber generell funktioniert es ganz wunderbar. Das ist, ich habe jetzt schon relativ lang die Battle Systems Geschichten. Ich hatte auch von dem allerersten Kickstarter, den die gemacht haben, habe ich so Science-Fiction-Gelände. Das habe ich bei The Drowned Earth zum Beispiel benutzt. Und man merkt deutlich, dass sie seitdem auch nochmal einiges zugelegt haben an Produktionsqualität. Gerade wie leicht oder schwierig es ist, diese Teile rauszutrennen und wie leicht es ist, sie zusammenzubauen und so. Und da haben sie schon einige Fortschritte gemacht und ich finde die mittlerweile echt wirklich richtig, richtig toll. So, jetzt haben wir hier dieses Teil und jetzt muss ich hier mal gucken, genau. Jetzt sind hier quasi so Linien lang, die quasi so angeschnitten schon sind.
Wenn man möchte, kann man da jetzt mit dem Bastelmesser noch einmal nachfahren, einfach damit es auch so ganz leicht, also nicht durchschneiden, sondern einfach bloß drüber fahren, um eventuelle Stellen, die noch nicht angeritzt sind, nachzubessern. Und dann kann man das hier komplett umknicken. Ja? Das gibt dann quasi schon den Innenraum, wenn ihr das seht hier. Und dasselbe kann man hier vorne machen. Hier sieht man, also im Prinzip, das ist das Cockpit hier und das ist der Innen- oder Laderaum oder sowas. Und man sieht schon, unten ist dann die Unterseite von dem Ganzen. Und jetzt gucken wir mal, wo hier das ist. Ja, da haben wir hier dann die nächste Linie. Da gehe ich auch nochmal einmal kurz drüber. Ja. Wie gesagt, ich habe eigentlich vorgehabt, so ein bisschen zu quatschen über ein paar Sachen, die ich mich gerade beschäftige, Spiele oder Filme oder Serien oder sowas. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber wenn ich diese Serie mit dem Let's Bastel fortführe, dann werde ich das auf jeden Fall mal schauen, dass ich da ein bisschen öfter darüber spreche. Und muss wirklich ein bisschen aufpassen hier, dass das alles korrekt ist. Hier sind so drei Stellen, wo man das umknicken kann. So. Das sind so die bisschen kritischen Sachen, weil man da natürlich auch so ein bisschen kaputt machen kann. Mir ist jetzt hier zum Beispiel passiert, ich weiß nicht, ob ihr das seht, es ist so leicht angerissen. Ja, das hat sich so ein bisschen gelöst von den bei der Kante, wo ich umgeknickt habe. Das ist aber nicht schlimm, das kann man einfach mit ein bisschen Sekundenkleber, kann man das dann wieder draufdrücken. Das mache ich jetzt nicht, weil das wird sonst alles verzögern. Das mache ich dann einfach später. Aber da müsst ihr dann keine Angst haben, dass es irgendwie dann völlig ruiniert ist, das Ganze. Aber das ist genau so eine Stelle, wo ich dann einfach sagen würde, normalerweise ritze ich dann hier vorher nochmal nach, bevor ich das umknicke. Weil dann ist dann nämlich die Oberflächenspannung deutlich geringer. So, jetzt haben wir hier das, also ihr seht schon, ne? Da kommt dann das Cockpit. Und jetzt schaue ich mal, die ersten paar Teile, die ich brauche, sind glaube ich alle hier. Das ist auch alles hier schön auf dem Bogen immer beschriftet. Also man hat hier zum Beispiel die beiden Cockpit-Seiten. Das sind diese beiden hier. Das und das. Ja. Dann haben wir hier die Rückluke, die brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Wir haben hier so eine Querverstrebung, die das Ganze stabilisiert nachher. Dann hier haben wir was, das ist wichtig für den Cockpit-Sessel, den man auch reinbauen kann. Es sind noch einiges übrigens an optionalen Teilen drin. Ich werde jetzt nicht alle reinbauen, eventuell werde ich die dann im Nachhinein noch reinbauen. Aber es ist viel, so ein bisschen so Fitzelsachen, wie zum Beispiel hier seht ihr, diese Konsolen, die kann man hier an der Seite reinbauen. Die sehen halt einfach noch ein bisschen schicker aus. Da braucht man dann auch wieder Kleber dafür, dass die auch tatsächlich halten. Aber das ist optional, das Ganze. Und genau, da haben wir jetzt noch den Cockpit-Sessel. Da zeige ich euch kurz, wie man den zusammenbaut. Da braucht man Kleber dafür auf jeden Fall. Das ist so vorgesehen. Bevor wir da jetzt nämlich weiterbauen, dann kann das nämlich ein bisschen trocknen. Da haben wir hier jetzt nämlich diese Bodenplatte. Zack. Und hier haben wir ebenfalls diese Bodenplatten. Und im Prinzip ersetzt das hier jetzt eine von diesen Platten, beziehungsweise kann da dann draufgestellt, draufgeklebt werden, damit man nachher einen Slot hat für den Cockpitsessel. Und der Cockpitsessel, das ist dieses hier. Das ist wieder so ein Teil, das man knicken kann. Und da muss ich jetzt mal so, da sind so mehrere Stellen, die kann man so nach und nach biegen, so, dass man da quasi so ein, ihr seht, wie so ein Sessel hat. Ja, das ist dann so abgerundet. Das machen die ziemlich cool, finde ich. Das sind noch ein paar andere Teile drin, die so leicht runde Formen haben, was gar nicht so einfach ist, mit Pappe zu realisieren. Aber da ist auch wirklich einfach die Qualität bei denen gegeben, die das macht. Und dann haben wir hier diese drei Böbeläs hier. Und die werde ich jetzt einfach kurz zusammenkleben. So. Ja. Und wenn ich das mache, kann ich natürlich so mal ein bisschen über andere Sachen quatschen. Weiß gar nicht, was ihr gerade so für Serien guckt. Ich schätze mal, während der ganzen Corona-Geschichte haben einige von euch ihren Serien, Netflix, Disney Plus, wie auch immer, Backlog ganz schön abgearbeitet. Ich habe jetzt in letzter Zeit, die ist ja gerade zu Ende gegangen, die Picard-Serie, Star Trek Picard, geguckt, weil ich ein sehr, sehr großer Star Trek-Fan bin.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also gerade denen unter euch, die wirklich auch vielleicht so ein bisschen Star Trek-Fans der alten Schule sind. Also bei mir ist es wirklich, ich habe da angefangen mit der Original Series. Die hat mir damals mein Vater gezeigt. Der hat da damit angefangen. Ich habe eigentlich so richtig mit Next Generation angefangen und mit Picard im Prinzip. Also Star Trek Next Generation ist quasi das, mit dem ich angefangen habe. Mit dem ich natürlich auch so ein bisschen die nostalgischsten Erinnerungen verbinde. Und ich muss ganz sagen, also da ist mir Picard ein bisschen schwer gefallen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Serienmacher vielleicht die Kinofilme, also die Next Generation Kinofilme angeguckt haben, aber nicht die Serie. Weil der Picard, der in dieser neuen Serie jetzt dargestellt wird, ist definitiv nicht der Picard, der in der Serie dargestellt wird. Also gerade seine Beziehung zu Data und so. Ich will da jetzt auch gar nichts spoilern. Die Serie ist durchaus sehenswert, also sie hat ein paar richtig coole Elemente. Man sollte nur nicht zu viel erwarten, sagen wir es mal so. Hält das jetzt schon? Ja, wunderbar. Also ich habe jetzt diese drei Dinger gerade zusammengeklebt. Die sind dann quasi die Stütze für den Stuhl. Und den Stuhl, den klebe ich jetzt hier drauf. Und ja, also es ist halt im Prinzip, ich bin allgemein nicht so der Riesenfan von den ganzen neuen Star Trek-Sachen, die gerade kommen. Ich fand tatsächlich, also ich bin einer von denen, die den J.J. Abrams ersten Star Trek-Film, die danach, ja, der dritte fand ich gut, den zweiten fand ich nicht so toll. Die fand ich eigentlich ganz cool. Also die fand ich auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam von den Effekten und allem. Und die hatten auch echt ein paar ganz coole Sachen drin. Gute Schauspieler und so. Also da war eigentlich wenig einzuwenden, wenn man drüber hinweg gesehen hat, dass es halt auch nicht so richtig Star Trek ist, sondern halt einfach ein Action-Sci-Fi-Film. Und für mich ist halt einfach, gerade die Serien sind für mich tatsächlich ein bisschen zu düster. Also auch Picard jetzt, Discovery auch. Für mich war Star Trek eben, weil ich mit Next Generation groß geworden bin, war das immer, ja, Schütze, war das immer so eine Utopie letzten Endes. Also Star Trek, wenn man mich irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt gefragt hätte, okay, in welchem fiktionalen Universum möchtest du denn gerne leben, dann hätte ich sofort geantwortet, Star Trek Next Generation, weil es einfach eine wunderschöne Utopie ist. Die Leute kommen klar miteinander, klar gibt es immer noch Konflikte und Krieg und diese ganzen Geschichten, aber es ist halt trotzdem. Es herrscht Toleranz, Fortschritt, Armut ist zu Ende, Kapitalismus ist nicht mehr so prävalent wie heute. Und letzten Endes arbeiten die Menschen zusammen am Fortschritt. Und das ist für mich eine ganz tolle Idee. Und die neuen Serien, nee. Also ich glaube, ich will nicht in einem von den neuen Star Trek-Serienuniversen leben, weil ich möchte ungern von Klingonen aufgegessen werden. Oder von irgendwelchen Gangstern gekidnappt und die ziehen mir dann die Augen raus mit bei lebendigem Leib und so Zeugs. Also das sind Sachen, die in Star Trek vorkommen und das ist also in den neuen Star Trek Sachen und das ist was das. Nee, nee, das kann ich überhaupt nicht brauchen. Das ist okay in Sachen wie ja, Star Wars im Prinzip, weil Star Wars schon immer so ein bisschen so ein Outlaw, sehr, 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 auch kann auch sehr düster Universum gewesen ist. Oder Sachen wie The Expanse oder so, das auch eine sehr pessimistische Sicht auf die Welt hat. Finde ich eine super geile Serie und die Bücher habe ich auch verschlungen. Aber leben möchte ich nicht in dieser Welt. Und das ist auch völlig okay. Glaube ich. Und so, ich habe jetzt das hier zusammengeklebt. Jetzt habe ich hier noch dieses Gitter, das habe ich aus dem hier rausgetrennt. Und das kommt jetzt hier oben drauf. So. Und das hält auch alles wunderbar schnell auf diesem Pappzeugs. Da hält der, das ist so ganz normaler Sekundenkleber, den ich hier benutze, habe ich aus dem 1-Euro-Shop. Der hebt auch ganz wunderbar. So. Jetzt macht man das normalerweise so, dass man diese Platte hier mit dem Loch drin hier hinten einfach dran klebt, quasi über das eigentliche Gitter drüber, sodass man das kaum noch sieht. Und dann kann man hier einfach den Sitz dann reinslotten. Und wenn man lieber statt dem Sitz eine Figur da drin haben will, wenn zum Beispiel jemand dieses Ding fliegen soll, dann macht man dann einfach den Sitz raus und stellt dann entsprechend die Figur da rein. Die passt da dann genauso auch ins Cockpit rein. Das ist eine ziemlich coole Methode. Ich mache das jetzt noch nicht, weil ich möchte das nicht aus Versehen das Ding hier da reinkleben. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. So, deswegen machen wir das jetzt ein bisschen zur Seite. Und dann gehen wir wieder zum Hauptkorpus über.
Ich mache das jetzt auch gerade echt so ein bisschen frei nach Schnauze, ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe vor kurzem erst das Tutorial mir angeguckt, wie das Ganze funktioniert. Da war das auch wunderbar systematisch alles umgesetzt und sah für mich machbar aus. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt alles genauso klappt und dass ich mir das alles 100% gemerkt habe. Deswegen, also ich gebe euch jetzt hier die rohe und ungefilterte Bastelerfahrung, wie Tobi solche Sachen macht. Und Tobi und systematische Herangehensweise ist grundsätzlich was, das diametral entgegenläuft. Ich mache halt irgendwie, wie ich denke. Genauso wie ich spiele. Also wenn ich Tabletop-Spiele spiele, dann mache ich, wie ich denke. Ich überlege relativ wenig meine Spielzüge zum Beispiel, sondern ich spiele halt einfach. Also ich überlege mir nicht Wahrscheinlichkeiten, ich überlege nicht, okay, ist das jetzt die beste Variante hier oder bin ich jetzt hier einen halben Zoll zu weit entfernt oder einen halben Zoll zu nah dran oder sowas, sondern ich mache einfach, weil mir macht es mehr Spaß, wenn ein Spiel flüssig läuft, als wenn ich es ständig unterbreche mit meinen eigenen Gedankengängen. Das ist voll okay, wenn mein Gegner länger überlegt. Das machen auch viele meiner Gegner, deswegen verliere ich auch öfter, als ich gewinne. Aber mir macht es einfach so mehr Spaß. So, jetzt habe ich hier auch wieder so Knickstellen, die ich so ein bisschen nachfahren werde. Das hat auch, ganz ehrlich, das Bauen von diesen Dingern hat auch was extrem Befriedigendes. Ich habe in dem Unboxing-Video gesagt, es ist so ein bisschen wie Lego. Es ist nicht ganz so wie Lego, aber so dieses Gefühl, dass man im Prinzip einfach was zusammensteckt und in Form bringt, ohne dass man jetzt alles irgendwie verkleben muss und ständig sich die Finger zusammenkleben und sowas, das ist schon eine ziemlich coole Sache. So, jetzt haben wir aber zuerst hier diese Querverstrebung, die kommt, glaube ich, zuerst rein. Das ist im Prinzip dann nachher, gibt es dem Ganzen Stabilität, sodass, also das Ding wird nachher relativ stabil, da kann eigentlich nicht viel passieren und gleichzeitig trennt es so ein bisschen das Cockpit von dem Hauptkorpus, beziehungsweise kommt da dann nachher auch noch so eine Luke rein. Und jetzt muss ich bloß. Ah, ich bin auch ein Depp. Das ist nämlich gar nicht das, was da reinkommt, sondern die Luke kommt zuerst rein, weil das hier kommt hier in die Mitte. Das hätte ich schon fast einen Fehler gemacht. Da ist auch hier so eine kleine Tür drin. Die kann man auch raustrennen und wieder reinmachen. Ich finde es ziemlich cool, dieses Türensystem, weil das ist, glaube ich, somit eines der einfachsten Türensysteme, die ich kenne bei solchen Spielen. Das funktioniert auch bei dem Standardgelände von denen richtig, richtig gut. Und hier sind jetzt unten so Löchchen drin. Ja, das sind so Slots. Da kommt das dann einfach rein. Das muss man bloß gucken, wie rum man die Tür da reinmacht. Hier ist außen, sieht man vielleicht so wie so eine Turbinentextur. Das heißt, das kommt nach außen, das kommt nach innen. Und das mache ich jetzt hier rein. So, jetzt ist gerade die Tür natürlich wieder raus. Die mache ich jetzt mal weg. Die stört nur. So. Muss ich bloß mal kurz schauen hier, ob dass ich auch nicht Mist gebaut habe. War das gerade so ein bisschen nicht ganz stimmt. Eine Sekunde nur. Ich krieg das bestimmt hin. Wir haben hier das Cockpit. Und jetzt. Ja, ich bin ein kleines bisschen doof, weil das hier muss, glaube ich, zuerst rein. Und dann, genau, das muss zuerst rein und dann hängt man das hier ein. Das heißt, ich muss bloß gucken, dass es richtig rum ist. Kommt auf diese Seite. Das schiebt man das hier rein. So. Ja, genau. Also ihr seht, das passt hier hin, ne? Das muss man jetzt kurz hier. Aha. Ich habe ja gesagt, das ist hier roh und ungefiltert. Ich bin halt einfach manchmal ein bisschen ein Depp, wenn es um sowas geht. Ich muss halt einfach das richtig machen, dass nicht ich gleich hier euch irgendwas Falsches zeige oder es irgendwie so aussieht, als hätten die das schlecht konstruiert, was definitiv nicht der Fall ist. Das hier vielleicht doch da rein.
Ah, ja, jetzt sehe ich das Problem. Hier kann man noch einmal knicken, das Ganze. Das heißt, hier kann ich dann noch mal drüber fahren, weil dann passt das natürlich auch irgendwie alles plötzlich. Das sind so die Sachen, die natürlich jetzt auch nicht besser werden, wenn ich währenddessen quatsch. Aber es macht trotzdem mehr Spaß so. So, jetzt mache ich das hier leicht. Mal ein bisschen gucken, dass man es nicht zu sehr knickt. Aber es funktioniert ziemlich gut. Also selbst mit meinen zwei linken Händen ist das auf jeden Fall machbar. Und also ich kann das bestätigen. Also so viel Spezialzeugs muss man normalerweise nicht machen bei den Battle Systems Bausätzen. Aber es ist jetzt auch nicht die Welt. Also wenn man sich dieses Tutorial von denen vorher angeguckt hat, dann macht es normalerweise auch keine Probleme. So, jetzt mache ich das hier rein. So. Und diese Tür, ihr seht das vielleicht jetzt, die ist so leicht angeschrägt. Das soll so sein, weil es gibt Stabilität und es sieht auch nachher ganz cool aus, wenn diese Luke so leicht so einen Winkel hat im Schiff. Und man kann das dann einfach hier unten reinslotten. Und hier oben kann man das reinführen und dann einfach zusammenstecken. Und wenn das dann nachher alles zusammen ist, dann gibt es sich quasi selbst halt. Also die ganzen Teile kommen dann zusammen und das funktioniert dann auch ziemlich gut. So, jetzt kann ich das hier noch reinmachen. Das Schöne ist natürlich auch, diese Pappe, die ist recht flexibel. Das heißt, da kann man dann auch noch ziemlich gut nachbessern und so. So. Also ihr seht, das jetzt ist das zusammen und das hält jetzt einfach. Wunderbar. Hoffen wir mal, dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Dann kommt jetzt hier die Seitenwand. Ihr seht hier jetzt auch schon, das sind zwei Seiten. Da ist das Innere, ist das Cockpit und das Äußere ist dann quasi die Außenwand vom Cockpit. Kann man eigentlich nicht falsch machen. Das sieht man sofort. Und die stecken wir jetzt quasi dann auch hier oben in den Schlitz rein. So, glaube ich. So. Und dann machen wir das so. Und dann kann man das einfach so ein bisschen reinschieben, dass das auch wirklich bündig ist. So. Aha. Das ist halt nachher, wenn das zusammengebaut ist, dann gibt es immer so eine Grundspannung. Das ist ganz wichtig, weil das eben dem Ganzen wieder Stabilität gibt. Und ihr seht, zack, so. Das sitzt jetzt hier auch drin, also gar kein Problem. Und jetzt können wir hier schon sehen, okay, das kann man auch so leicht anknicken hier oben. Das muss ich auch noch machen. So. Jetzt muss ich hier schon gleich noch schauen. Da gab es noch so einen Innenraum. Das ist auch hier eins von diesen optionalen Teilen, die man in das Cockpit reinbauen kann. Und das kann man hier einfach so reinsetzen. So. Ich sehe übrigens gerade, das hätte ich auch noch ein bisschen. Genau. Also diese Seitenwand kann man auch noch reinknicken. Dann ist das Cockpit auch so ein bisschen angewinkelt. Man sieht da auch hier diese Außenwand. Das ergibt sich dann, wenn man das hier reinmacht, dann drückt es so ein bisschen nach außen. So, ich hoffe, ihr seht das. Und dann kriegt das Cockpit die korrekte Form einfach. Und ich gucke jetzt mal, ich glaube, ich kann jetzt einfach auch schon das Cockpit fertig bauen. Auch die andere Wand. Da muss jetzt, glaube ich, erstmal nichts anderes noch rein. Ich muss mir echt angewöhnen, da ein bisschen dieses Anritzen, das hilft extrem. Gerade beim Falten, weil dann eben die Pappe nicht beschädigt wird. An der Stelle, wo sie nicht beschädigt werden soll. So. Machen wir das hier rein. Vielleicht erst oben einmal.
reinhängen. So. Okay. Ich bin mal echt gespannt, was ihr von diesem Video haltet. Das war wieder mal so eine von meinen fixen Ideen, wo ich gedacht habe, oh, eigentlich mal sowas mit Basteln würde ich gerne machen, aber mir macht es keinen Spaß, Tutorials zu machen. Also Gameplay-Tutorials ja, ab und zu mal, habe ich ja schon mal ein paar gemacht, aber so Bastel-Tutorials und sowas, weil ich einfach, ich brauche so schon immer so ein bisschen, muss ich mich aufraffen, um zu basteln. Hier ist es jetzt nicht so schlimm, Core-Space-Zeug baue ich super gern, aber andere Sachen habe ich zum Beispiel ein bisschen mehr Probleme mit. Und da dann mir dann auch die Mühe machen, so ein richtiges Tutorial zu machen mit einzelnen Schritten und Nachvertonen und da auch noch die richtige Kameraeinstellung dafür zu finden, das ist gar nicht so einfach. Da könnt ihr mal den Michael von Tabletop Workshop fragen, der hat ja auch schon ein Video dazu gemacht. Das ist wirklich eine Herausforderung und eine, der ich mich relativ ungern stelle tatsächlich, das können einfach andere besser. Aber was ich gerne mache, ist einfach labern. Und es ist für mich auch immer toll, wenn ich Videos machen kann, die mich selber dazu motivieren, was zu machen, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Wie jetzt zum Beispiel ein bisschen vorankommen mit dem Basteln und so. Deswegen mache ich auch ganz gern mit, wenn man irgendwie Mal-Podcast oder sowas hat, wo man nebenher malt. Das mache ich gerne, weil ich da dann tatsächlich halt nebenher malen kann. So, wir haben das jetzt hier soweit zusammen. Das Cockpit. Jetzt kann man hier einfach diese Konsole da reinschieben und die kommt im Prinzip an die Stelle rein, wo das Cockpit abgeknickt ist. Das kann man auch reinkleben, wenn man das möchte, muss man aber nicht. Was man machen kann, was empfohlen wird, ist so ein bisschen so, dass man hier an diesen Stellen, also hier und hier, ein bisschen Kleber dran macht, sodass das Ganze dann auch wirklich zuhält. Ja? Und da kann man natürlich dann auch noch, ich habe das jetzt alles relativ schnell gemacht, da kann man auch noch ein bisschen rumwursteln, damit es dann auch alles bündig ist, weil das soll eigentlich bündig sein. Aber ich glaube, ihr seht trotzdem jetzt schon, es nimmt auf jeden Fall Form an, das Ganze. So. Ja? Ich mache da jetzt mal keinen Kleber dran. Das mache ich dann später, wenn ich mit dem Video fertig bin, weil Kleber ist einfach immer was, ein Faktor, der so ein bisschen extra Zeit kostet und potenziell Probleme verursachen kann, wenn ich dann irgendwie warten muss und so. Und meine Kamera hat auch nicht ewig Akku. So, genau. Jetzt haben wir hier also den vorderen Bereich haben wir drin. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, dass das zu bleibt. So. Also was jetzt hier gerade nicht so richtig passt, ist, dass das hier noch nicht ganz bündig ist. Das muss ich mir dann gleich nochmal angucken. So, jetzt können wir hier noch diese zweite Verstrebung, die können wir jetzt hier auch innen drin reinmachen. Die gibt dem Ganzen einfach nochmal Stabilität. Und das mache ich jetzt auch. Das ist wahrscheinlich was, das ich eigentlich vorher hätte machen sollen, damit es einfacher ist. Aber es geht trotzdem relativ easy, weil, wie gesagt, dass die Pappe relativ flexibel ist. Also, wenn ihr es richtig machen wollt und nicht so doof wie ich, dann macht ihr das am besten, bevor die Wand zumacht. Dann funktioniert das nämlich auch. So, aber es geht trotzdem hier wunderbar rein. Ohne Probleme. So. Das sieht doch gut aus. Erstmal, würde ich sagen. Mhm. Gut, dann sieht das jetzt so aus. Dann gucken wir mal, was wir noch für Teile haben. Wir haben jetzt hier so Turbinen, die kommen hier unten dran. Da muss man auch wieder ein bisschen kleben, aber die baue ich auf jeden Fall, weil die sind cool. Das sind diese Teile hier, diese mit den Aussparungen. Und das ist der Roofjet, der muss nochmal zur Seite, der kommt dann oben drauf. Und das sind die Propeller für die Turbinen. Ihr seht, meine aeronautischen Begrifflichkeiten sind so präzise und fachkundlich korrekt wie eh und je. Das ist das Dach, das kommt auch zur Seite. So. So, da haben wir jetzt auch wieder ganz viele so Rillen, weil das kann man jetzt auch so abrunden.
Und das mache ich jetzt einfach. Ich schneide da jetzt einfach mal ein bisschen an den Stellen, wo man das machen muss. So. Ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Ich habe relativ viel Computer gespielt in letzter Zeit. Auch wieder so ein bisschen Corona-bedingt natürlich, aber auch, weil tatsächlich recht viele gute Spiele rausgekommen sind. Ich glaube, das bekannteste Spiel, was ich in letzter Zeit gespielt habe, ist tatsächlich Doom Eternal. Für Leute, die Doom kennen, ist das wahrscheinlich jetzt nichts Neues. Es ist die Fortsetzung von jetzt dem Doom 2016, also quasi eine Neuauflage von 2016 von Doom. Und ich fand auch schon Doom 2016 ziemlich, ziemlich gut. Und Doom Eternal ist auch richtig gut. Also die Spiele sind sehr unterschiedlich. Sie sind auch, gehen so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen fast, würde ich behaupten. Also Doom Eternal ist wirklich eine Weiterentwicklung von Doom 2016. Und es ist ein extrem schnelles, extrem hartes, extrem brutales und meiner Meinung nach ganz großartiges Spiel, weil es so ein bisschen den Flair dann doch einfängt von den Original-Doom-Spielen, also den aus den 90ern. So diese Ego-Shooter, wo es wirklich darum geht, super schnell durch die Gegend zu flitzen, mit x verschiedenen Waffen rumzuballern und durch sehr, sehr nonlineare Level sich zu arbeiten und auch Geheimnisse zu finden im Level und Upgrades und diese ganzen Geschichten. Und die haben da jetzt halt noch jede Menge modernen Firlefanz da drauf gepackt, auf das Ganze, was jetzt muss nicht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, irgendwie mit irgendwelchen Auflevel-Geschichten und dass man seine Waffen upgraden kann und so Sidegrades und sowas und alles Sachen. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das ist einfach extrem schnell und das ist so ein Spiel, da das hat so ein bisschen, das löst fast ein bisschen Katharsis aus. Wenn man die Mechaniken irgendwie begriffen hat, dann rast man durch diese Level und stellt mit diesen Dämonen ganz fürchterliche Dinge an, so bis dass sie einem schon fast wieder leid tun. Und allgemein, was sie da mittlerweile aufgebaut haben, halt mit diesem Mythos um diesen Doomslayer, den man da spielt, also den Doom Marine quasi. Mal kurz konzentrieren hier. Ich hoffe mal, ich mache das hier richtig. Ist da eine Linie? Die muss hier hin, so. Ist halt schon ziemlich cool. Und dazu halt irgendwie die Art und Weise, wie sich das Spiel halt spielt, ist halt, ja, es ist extrem schnell, man hat sehr, sehr präzise Bewegungen und ganz viele verschiedene Waffen, kann verschiedene Taktiken anwenden und man wird gefühlt immer, immer besser bei diesem Spiel. Und nicht, indem man auflevelt, sondern indem man das Spiel immer besser versteht und immer mehr lernt, wie die Gegner sich verhalten und wie man auf diese Verhaltensweisen reagieren kann. Und irgendwann ist man halt einfach diese unschlagbare Killermaschine und das ist einfach ein extrem befriedigendes Gefühl und was, das ich irgendwie in vielen moderneren sonst Spielen irgendwie vermisse. Und da muss ich einfach sagen, da muss ich ganz kurz mal schauen hier, ob ich das korrekt mache. Ja, okay. Das vermisse ich bei vielen moderneren Spielen tatsächlich. Dass man genau dieses Gefühl wieder hat, dass man auch einfach mal nur Spaß hat. Einfach mal so schnell durch so ein Level durch und ein paar Dämonen abknallen und dann ist es gut. Keine Microtransactions, kein ewig langes Grinden oder so, sondern einfach bloß spielen und Spaß haben und sich mächtig fühlen vor allem. Das ist ja irgendwie sowas. Viele Computerspiele sollen ja eigentlich auch einfach so eine Machtfantasie sein und das ist ja auch voll okay. Aber manchmal übertreiben es einfach die Entwickler mit manchen Elementen zu sehr, sodass man nachher das Gefühl hat, man ist eben nicht mächtig, wenn man nicht noch mehr Geld ausgibt oder wenn man jetzt nicht noch irgendwie 20 Stunden lang irgendwelche Sachen farmt oder so. Und bei Doom fühlt man sich von Anfang an mächtig, beziehungsweise am Anfang fühlt man sich gar nicht so mächtig, weil man das Gefühl hat, die Gegner sind so stark und schnell und es passiert so viel und ich werde mit so viel bombardiert und gegen so bei Mittelpunkt des Spiels merkt man plötzlich, hey, jetzt bin ich der Boss. Jetzt bin ich eigentlich der, mit dem sich die Dämonen rumschlagen müssen und nicht ich muss mich mit den Dämonen rumschlagen. Und das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Und ich merke gerade, dass ich ganz fürchterlich versage bei diesen Turbinen hier.
das irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nur so. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das jetzt auch schon durchgespielt. Ich werde da jetzt auch nicht riesig den Multiplayer spielen oder sowas, weil dafür habe ich mir das Spiel nicht geholt, sondern eigentlich nur für die Kampagne. Und ich mache das einfach mal ein bisschen weiter vorne. Und ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Die kommen nämlich hier vorne hin. So. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, also ich habe das jetzt hier nicht besonders schön reingeklebt in diesen Bogen. Und das Ganze klebe ich jetzt hier auf das Schiff drauf. Das ist wieder so einer von diesen Bitte-nicht-nachmachen-Fällen. Also ihr kriegt das garantiert viel, viel schöner hin als ich. Macht es auch bitte schöner als ich. Ich möchte nicht, dass jemand nachher sagt, aber der Tobi hat es doch auch so gemacht. Ich bin einfach ein fauler Sack manchmal. Und ich möchte niemand damit anstecken, dass ich so ein fauler Sack bin. Aber ich möchte auch irgendwie fertig werden mit dem Ganzen, beziehungsweise Fortschritte machen. Und ich möchte auch nicht, dass ihr jetzt mir eine Stunde lang dabei zuguckt, wie ich versuche, hier Turbinen anzukleben. Deswegen mache ich das jetzt auf meine Art und Weise und ihr macht das dann auf eure, die wahrscheinlich die bessere und richtigere ist. Aber es ist, glaube ich, okay. Man sieht hier, so ist es besser und so hält es jetzt nicht. Cool. Ich hab's gleich. Ich hab's bestimmt gleich. Es hat auch alles viel zu gut funktioniert am Anfang, muss ich sagen. Das war nur eine Frage der Zeit, bis zu der Punkt kommt, wo es nicht mehr klappt. Und es wundert mich auch nicht, dass das der Punkt ist, bei dem ich mehr Kleber benutzen muss. Weil Kleber und ich ist so eine Sache. Ich klebe schon oft Sachen zusammen, aber so richtig gelernt habe ich es immer noch nicht. Meine Frau mittlerweile, die hat ja auch ab und zu mit mir gebastelt und malt auch ab und zu mit mir und sowas, die weigert sich mittlerweile komplett mit Sekundenkleber zu arbeiten, weil sie sich einmal zu oft ihre Finger damit zusammengeklebt hat. Und das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt, glaube ich, kaum was Ekligeres, als sich die Finger mit Sekundenkleber zusammenzukleben. Weil der ja auch dann immer sofort hält. Der Sekundenkleber hält ja an fast nichts innerhalb von einer Sekunde, außer auf Haut. Ich weiß auch, woran das liegt. Also es ist jetzt nicht, also ich verstehe, was da passiert, weil das mit Wasser in Kontakt kommt, mit der Flüssigkeit, die auf der Haut immer drauf ist, und Sekundenkleber reagiert super schnell mit Wasser, genauso wie er mit Natron super schnell reagiert. Das macht es aber nicht weniger nervig, zu verstehen, warum es nervig ist. Und du wirst jetzt mal hoffentlich halten. So, jetzt. Das ist da dran. Ich habe auch geguckt, dass das Wichtige, was man gucken muss, ist, dass die Schrift hier nach oben geht. Weil das kann man auch schnell aus Versehen mal auf den Kopf machen. Jetzt versuchen wir mal, ob wir mit dem zweiten Versuch ein bisschen fixer vorankommen. Und dann haben wir die Turbinen auch schon gemacht. Ja, genau. Ich habe Doom Eternal gespielt. Ich spiele jetzt gerade aktiv Deep Rock Galactic. Das ich euch auch sehr empfehlen kann, besonders wenn ihr ein paar Freunde habt, mit denen ihr ab und zu spielt. Aber selbst wenn nicht, das ist so ein kooperatives Spiel, wo man eine Gruppe von Science-Fiction-Zwergen spielt. Ich will jetzt nicht sagen, es sind Warhammer 40k-Squads, aber sie erinnern schon dran. Also es sind halt so richtige Zwerge mit Goldrausch und allem, die halt in Sci-Fi-Rüstungen rumrennen und in Asteroiden sich reinbohren mit so super coolen Drop-Pots, die sich quasi in die Erde reinbohren, und dann muss man da Mineralien sammeln oder irgendwelche Sachen bergen und sowas, während man bestürmt wird von irgendwelchen
Bug-Kreaturen, also so Käfer-Aliens, zu diesen klassischen. Und da gibt es verschiedene Charakterklassen. Es gibt den Scout, der irgendwie Fackeln werfen kann. Es gibt den Engineer, der ein Turret aufstellen kann. Es gibt den Gunner mit einer riesen Minigun. Und es gibt den Driller, der sich durch Wände durchbohren kann, weil sämtliches Gelände, sämtliche Wände in diesem Spiel sind alle zerstörbar. Und man kann sich überall durchgraben und muss das teilweise auch, weil die Levels prozedural generiert werden und nicht jeder Weg ist automatisch gleich frei. Also manchmal muss man sich wirklich durchgraben. Und das Spiel ist halt extrem stimmungsvoll. So richtig dieses Zwergenfeeling kommt da halt einfach richtig toll auf. Man kann unter anderem zum Beispiel zwischen Matches, da ist man dann in so einer Art Lobby, wo man, jetzt gucken, das kommt nach vorne, so, jawohl. Da ist man dann in so einer Art Lobby, wo man zum Beispiel für die ganze Bande eine Runde Bier ausgeben kann und so. Und es ist ausgerichtet auf 4 Spieler kooperativ. Man kann es auch solo spielen, dann hat man quasi so eine Drohne, die einen begleitet und unterstützt. Aber die braucht man eigentlich nicht, weil man kann auch einfach mit random Leuten spielen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die das anbieten, funktioniert das da eigentlich ziemlich gut. Also ich habe das bisher eigentlich primär alleine gespielt, also nicht mit Freunden zusammen, sondern ich habe das einfach, ich habe einfach random Leute zusammengesucht per Matchmaking und ich habe bisher keine schlechte Erfahrung gemacht, weil das Spiel ist extrem gut darin zu kommunizieren, also auch wenn man nicht Voice Chat oder sowas benutzt, sondern man hat so ein paar Kommandos, die man benutzen kann und es zeigt sehr deutlich, was man machen kann oder was passiert und so, also da kann eigentlich nicht wirklich was schief gehen. Es ist jetzt auch nicht übermäßig schwer, es gibt auch super hohe Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann, aber das muss man ja auch nicht und das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und wie gesagt, es ist super stimmungsvoll und ich kann es nur empfehlen. Das ist gerade, es war lange im Early Access bei Steam. Mittlerweile ist es jetzt rausgekommen auf 1.0. Ich glaube, kostet jetzt 30 Euro und ist absolut wert. Also das ist ein super cooles, charmantes Spiel und Indie-Spiel und macht einfach sehr viel Spaß. So, jetzt haben wir das hier wieder dran. Jetzt gucken wir mal, dass wir das auch wieder gescheit hier dran geklebt kriegen. Jawohl. Ich bin mir 100% sicher, dass jetzt gerade so ein paar Leute da sitzen und entweder laut den Bildschirm anschreien oder ganz vehement auf den Dislike-Button smashen, weil sie nicht ertragen können, was ich hier jetzt gerade mit diesem Modell anstelle. Aber ich weiß, was ich tue. Ich weiß natürlich, was ich tue. Ich bin hier super, super Tabletop-Profi. Ist doch klar, Bastel-Profi ohne Ende. Das ist einfach... Es erinnert mich so... Sekundenkleber. Manchmal erinnert es mich hier auch ein bisschen so an meine alten Revell-Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal... haben wahrscheinlich viele von euch gemacht in ihrer Jugend oder auch jetzt noch, kann ja gut sein, Revell-Modelle gebaut. Habe ich auch gemacht. Das war quasi mein erster Einstieg überhaupt in dieses ganze Modellbau-Ding. Das natürlich auch sehr verwandt ist mit Tabletop. Und... Oh, das sieht doch ganz gut aus. Boah, ist halt eher so ein Schrottkisten-Shuttle, ne? Also, das ist schon alles so gewollt von mir. Ja, auf jeden Fall, da meine ersten Versuche waren auch sehr abenteuerlich. Also, erstmal habe ich früher primär eigentlich nur gebaut, die Sachen, und habe sie nicht angemalt, weil ich damit spielen wollte. Also, ich bin da gesessen mit meinem Tornado, den ich gebaut habe, wo man noch die Flügel verstellen konnte, und habe so... Irgendwann habe ich dann auch mal ein bisschen angefangen anzumalen mit den Revell-Farben, die auf Lösungsmittel basiert haben. Und also ich habe die Modelle nicht mehr, sonst würde ich euch Bilder zeigen, aber ich glaube, ihr wollt es gar nicht sehen. Das war schon eine spezielle Sache. So, wir sind hier jetzt schon tatsächlich relativ weit. Wir haben jetzt hier noch die Flügel. Die kommen raus. Und... Das ist auch ganz cool. Die haben hier jetzt auch wirklich so Propeller drin. Hier. Da kann man auch dann wieder diese Lücken rauslösen. Mach ich jetzt auch mal. Ja, genau. Und also ich habe ganz fürchterliche Modelle angemalt damals. Ich habe einen so einen Comanche-Helikopter von der US Army gehabt, den ich super toll fand, weil ich damals auch das ewig hier ein Computerspiel gespielt habe, das Comanche hieß.
Da hat man auch so einen Hubschrauber geflogen und das habe ich mit meinem Bruder zusammen gespielt, weil die Steuerung so kompliziert war, dass ein Mensch alleine die nicht steuern konnte, wenn man jetzt nicht einen Joystick hatte oder so. Und ich hatte halt keinen Joystick. Und dann sind wir halt zu zweit an der Tastatur gesessen und haben dieses Spiel gespielt und ich fand halt diese Helikopter toll, genauso wie ich den Hind-Helikopter von der Sowjetarmee richtig, richtig cool fand. Und den habe ich dann schwarz angemalt, weil ich gedacht habe, hey, ja, das ist so ein cooler, so ein schwarzer Comanche, so ein Special Ops Comanche oder sowas. Ich habe allerdings keinen, ich habe den Unterschied zwischen Matt und Glanzfarbe nicht gekannt damals. Und dann habe ich den glänzend schwarz angemalt. Unverdünnt. Mit einem Pinsel. Und der sah richtig gut aus. Also, der war, das war meine beste Arbeit bis jetzt. Hei, hei, hei. Nee, der war ganz fürchterlich. Der war, boah, der war der furchtbar. Der, ah, ich habe ihn noch so vor Augen heute von mir, wie er mich so anglänzt. So richtig, so wie so ein Alien hat er mich so angeglänzt. Weil ich, natürlich habe ich auch nicht gewusst, wie man Farbe gleichmäßig aufträgt, weil ich halt, das ist also Farbe verdünnen und sowas. Das sind Sachen, die ich dann beim Tabletop gelernt habe. Und es war ja auch damals gar nicht so einfach, auch bei den lösungsmittelbasierten Farben. Und in dem Fall habe ich dann halt einfach dicke, fette, schwarze Farbe aufgetragen. Ohne Grundierung. Und es war ganz großartig. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich war da echt stolz drauf nachher, bis ich es dann nicht mehr war und es weggeschmissen habe. Aber das war dann eine andere Zeit schon. So, jetzt, genau, jetzt habe ich hier diese Flügel. Und dann hat man hier dann quasi noch so Möglichkeiten, wie man die Flügel so ein bisschen aufpeppen kann, beziehungsweise so ein bisschen dreidimensionaler gestalten. Da sind jetzt hier diese Ringe dabei, die ich hier raus trenne. Zack. Das ist der falsche Ring, das ist der richtige Ring. So. Und dann, hier ist es, glaube ich, relativ egal, wie rum man die drauf macht. Also im Prinzip, man hat hier, ihr seht ja von diesen Streben, die ich hier reingebaut habe, hier hat man diese Slots und die kann man dann einfach die Flügel hier reinmachen. Das heißt, die kann man natürlich auch relativ einfach wieder rausmachen, gerade wenn man es vielleicht ein bisschen einfacher verstauen will und so. Und da kann man jetzt direkt oben drüber diesen Ring hier kleben. So. Und das mache ich jetzt auch, weil ich Lust drauf habe. Ja. Genau, wo war ich denn hier bei meinem, wie nennt es sich auf England? Auf Englisch sagt man Stream of Conscience. Also ich labere einfach aus dem Kopf raus, was mir gerade so einfällt. Ah ja, genau. Machen wir zurück noch zu den Serien. Mandalorian habe ich natürlich geguckt. Und wie die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, finde ich die Serie ganz ausgezeichnet. Und ich bin wirklich begeistert davon, dass man im Star Wars Setting noch was Serien- oder Filmmäßiges machen kann, was nicht nervt. Weil eigentlich hatte ich mit dem Kinoteil von Star Wars mehr oder weniger abgeschlossen. Also was an neuen Sachen kam. Also ich habe die Filme natürlich alle angeguckt und bin da aber auch schon nicht mit viel Erwartungen reingegangen. Dementsprechend war ich auch nicht arg enttäuscht. Und ich finde die Clone Wars Serie finde ich ganz cool. Die habe ich auch lange Zeit geguckt. Ich habe Jar Jar Binks Folgen meistens übersprungen, auch noch viele der Padmé Folgen. Aber ansonsten grundsätzlich fand ich die echt ganz cool. Und ich fand jetzt auch die letzte Staffel, die jetzt noch auf Disney Plus kam, fand ich auch echt gut. Die war vor allem sehr, sehr düster und hat, finde ich, dem Ganzen einen schönen Abschluss gegeben, dieser ganzen Clone Wars und Prequel-Geschichte. Ich finde, die Serie hat sehr, sehr geholfen, auch die Prequel-Filme so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen reinzuwaschen, nicht reinwaschen, haben wir nichts verbrochen, aber grundsätzlich einfach das Ganze ein bisschen schöneren Kontext zu geben und alles ein bisschen glaubhafter zu machen. Die Entwicklung von Anakin und sowas ist da ja auch viel stärker drin und viel mächtiger irgendwie auch als in den Filmen. Und fand ich alles echt ganz cool. Aber The Mandalorian ist so als Originalserie und in der Art und Weise, wie es gemacht ist, einfach Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Als ich gehört habe, ja, es gibt so eine Mandalorianer-Serie, so, ja, hier Boba Fett und sowas, habe ich schon gedacht, so, oh, wieder so ein Prequel. Und, wow, und ich muss jetzt nicht schon wieder irgendwie die Hintergrundgeschichte von dem und dem und woher der seine Würfel hat und woher der seinen Blaster hat und was weiß ich was. Das interessiert mich ja alles nicht. Ich habe es aber trotzdem mir angeschaut, nachdem ich ein paar gute Kritiken gelesen habe und war echt begeistert. Die Schauspieler, die Handlung ist richtig cool, so richtig schön simpel,
trägt wahnsinnig viel zum Worldbuilding, finde ich, bei von Star Wars, was echt knapp ist hier immer bei den Filmen, weil die irgendwie gefühlt alle immer auf den gleichen Planeten spielen. In dem Fall war es jetzt wirklich mal was anderes, man hat ein bisschen was anderes gesehen und die Stimmung von dieser Serie ist einfach ganz großartig. So dieses Western-Samurai-Filmmäßige. Und George Lucas hatte sich ja ursprünglich für Star Wars auch gerade bei sehr viel Western- und Samurai-Filmen inspiriert. Dementsprechend passt es natürlich auch ganz wunderbar. Die Effekte sind großartig. Die haben ja da irgendwie so eine neue Technik benutzt für die Hintergrundbilder. Also quasi, wenn man Landschaften sieht und sowas, haben die recht wenig CGI benutzt. Also wenig computeranimiert, sondern wirklich so gemalte Hintergründe, die dann übereinander gelegt sind oder sowas. Also ich habe das nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber es sieht großartig aus und ist wohl viel, viel günstiger als CGI und ist auch für die Schauspieler viel cooler, weil die tatsächlich Landschaft und sowas haben, die, mit denen sie arbeiten können und nicht einfach nur vor einem Greenscreen stehen. Und der Soundtrack, Alter, der Soundtrack, ist der gut. Boah, den muss ich mir übrigens noch holen, fällt mir gerade ein. Den wollte ich auf jeden Fall noch haben, weil ich den ganz, ganz toll finde. Also das Hauptthema, das auch immer am Ende der Serie läuft, wenn sie immer noch diese Konzeptzeichnungen einblenden, was ich auch richtig toll fand, irgendwie richtig stimmungsvoll, fand ich einfach ganz toll. Und mein absoluter Favorit in dieser Serie, Werner Herzog als imperialer Offizier, das ist halt schon ein cooler Typ mit seinem, ich weiß nicht, wie es ihr geguckt habt, ich habe es auf Englisch geguckt und zumindest die Szenen, wo Werner Herzog vorkommt, solltet ihr euch definitiv auf Englisch mal anschauen, weil der hat diesen ganz großartigen deutschen Akzent, wenn der Englisch spricht, der so unfassbar diabolisch sich anhört und ich finde den richtig, richtig toll. Also der passt da so wunderbar rein in das Ganze und da hatte ich auch richtig Spaß dran und das habe ich mir sehr, sehr gern angeschaut. Ich bin mal gespannt jetzt auf die zweite Staffel. Da bin ich so ein kleines bisschen in Sorge, weil sie da so ein paar Sachen angekündigt haben. Unter anderem, dass Boba Fett irgendwie vorkommen soll eventuell und Ahsoka Tano aus Clone Wars. Und ich fand es ehrlich gesagt super erfrischend, dass sie gerade solche Sachen in der ersten Staffel nicht gemacht haben. Also, dass sie nicht irgendwie wieder diesen Fanservice betrieben haben mit, hier, guck mal, kennst du den Charakter noch? Und kennst du das noch? Und kennst du das noch? Sondern, dass sie versucht haben, was Eigenes zu machen. Und mal gucken, wie das jetzt wird bei denen. Bin gespannt. Ich bin optimistisch, vorsichtig, aber ich bin auch vorsichtig dabei geworden, weil ich wurde leider zu oft auch enttäuscht. So, ich habe jetzt, ich zeige das euch nochmal, ich habe jetzt hier diese Ringe und diesen Böppel einfach da nochmal draufgeklebt und dann gibt es dem Ganzen einfach so einen leichten 3D-Effekt von diesen Rotoren, die auf den Flügeln drauf sind. Ich habe jetzt gesehen, hier sind nochmal zwei solche Böppel drauf. Ich glaube, die können wir theoretisch hier unten auch noch dran kleben. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Das müsste ich erst nochmal prüfen, ob das auch wirklich stimmt. Ich mache die Flügel jetzt hier einfach mal dran. Ja. So, dann ist das hier alles drin. So, dann kommt jetzt noch das Dach. Da hatte ich jetzt vorhin schon aus Versehen was rausgelöst. Da haben wir nochmal einen von meinen Turbinenfreunden. Super, aber der ist nicht ganz so schwierig. So, dieses Dach, das kommt hier, nämlich, ich glaube so rum, das setzt mir hier einfach nur so drauf. Ja, so. Weil das soll ja leicht abnehmbar sein, das ist wichtig. Und es kann auch sein, dass ich das hier gerade falsch rum gemacht habe. Nee, es soll, glaube ich, so rum sein. Das kommt einfach drauf. Weil das Modell soll ja innen bespielbar sein. Man soll ja zumindest innen drin die Figuren reinstellen können, damit man eben in das Shuttle auch reinkommt. Und da kommt jetzt oben auch noch eine so eine Turbine drauf. Und die hat jetzt nur zwei so Kanten, die man abknipsen kann, beziehungsweise abknicken kann. Ja. Ja. Ja, ich rede jetzt die ganze Zeit hier über diese ganzen Sachen, die ich so geguckt und gespielt habe und sowas. Würde mich natürlich auch interessieren, was ihr gerade so, wie gesagt,
was ihr geguckt habt, was ihr gespielt habt, was eure Meinungen auch zu Sachen wie Picard oder Discovery oder The Mandalorian und sowas sind. Ich weiß, das ist ein Tabletop-Kanal, den ich hier betreibe. Das heißt ja aber auch nicht, dass man nicht auch über andere Sachen sprechen kann. Ich meine, im Prinzip ist es mein Kanal, ich bestimme, wo was gesprochen wird. Aber auch in den Kommentaren, ich unterhalte mich wahnsinnig gerne über solche Sachen. Diese ganzen so ein bisschen nerdigen Geek-Themen, Science-Fiction sowieso ist einfach mein Riesensteckenpferd. Auch beim Tabletop ist mir wieder aufgefallen kürzlich, dass ich viel, viel mehr Science-Fiction und postapokalyptisches Zeug habe, als jetzt zum Beispiel Fantasy. Und das ist auch kein Zufall, dass das so ist. Also ich bin einfach ein Riesenfan von diesen Sachen und rede dementsprechend auch gerne drüber. Ich hatte zum Beispiel auch früher einen Podcast, Geek vs. Geek hieß der, wo ich mit meinem Bruder und einem Freund zusammen so Nerd-versus-Diskussionen geführt habe. Also, wer ist der beste Bösewicht? Darth Vader, Dr. Evil oder Horus Lupercal? Oder wer würde gewinnen, Star Wars oder Warhammer 40k, wenn die beiden Imperien gegeneinander kämpfen würden? Also so diese bescheuerten Diskussionsthemen, die aber halt einfach mal lustig sind ab und zu, sich drüber zu unterhalten. Und so, ach, der hat jetzt das Dach abgenommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hier ist das Dach drauf. Okay. Das kommt jetzt hier auch wieder so drunter, das Ganze. Da muss man auch echt ein bisschen an der richtigen Stelle knicken. Das sieht man halt, gerade bei den geknickten Stellen sieht man halt dann doch immer mal wieder so die Pappe oder das Papier drunter durchblitzen. Und da, genau dafür ist dann nachher aber auch der Sharpie gut. Also wenn man da dann nochmal so ein bisschen drüber zeichnet, dann macht es das auf jeden Fall besser. Und ihr könnt da auch bestimmt das Ganze sauberer und besser machen als ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Genau, da kommt jetzt so ein bisschen Kleber dran. Ja, auf jeden Fall hatten wir halt diesen Podcast. Das ist jetzt nicht mega bekannt gewesen oder sowas. Ich weiß bis heute nicht, wie viele Zuhörer wir tatsächlich hatten, vielleicht so pro Folge, keine Ahnung, 100 Stück oder so. Lass es ein bisschen mehr geworden sein in letzter Zeit. Vielleicht, der ist immer noch online. Kann ich euch auch gerne mal verlinken. Aber erwartet nicht zu viel. Das war eine andere Zeit. Und es hat mir aber halt immer Spaß gemacht, über solche Sachen zu reden. Auch irgendwie über hypothetische Sachen zu reden. Und gerade bei Science Fiction ist halt, finde ich, immer die große Stärke dabei, dass man Themen hat, die sein könnten. Und ich finde auch wirklich Science Fiction dann am stärksten, wenn sie sich mit Themen auseinandersetzt, die sein könnten. Oder wie wäre es denn, wenn Folgendes wäre? Und sich wirklich Gedanken machen, ist das dann möglich? Also das ist so das, was auch für mich zum Beispiel Science Fiction unterscheidet von Sachen wie Star Wars, die Weltraumfantasy sind, wo du einfach Sachen hast, die nicht funktionieren. Ja, es gibt die Macht nicht. Das ist halt Weltraummagie. Auch wenn sie es irgendwie mit Midichlorianern oder sowas erklären wollten, was ja dann in den späteren Filmen wieder komplett unter den Tisch gekehrt wurde. Zu Recht, meiner Meinung nach. Und das sind aber einfach so Sachen, das unterscheidet das dann halt. Und ich fand da zum Beispiel in der Richtung The Expanse richtig, richtig spannend, weil hier wirklich so ein paar Konzepte aufgegriffen worden sind, mit denen wir uns auch heute irgendwie schon beschäftigen irgendwie. Also wie ist es denn mit dem Thema universelles Grundeinkommen? Also was bedeutet das denn? Es gibt ja viele Leute, die das gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ist das ja sehr viel aktueller wieder geworden. Was macht man denn, wenn ganz viele Leute plötzlich kein Einkommen mehr haben? Und lässt sich dieses System, wie wir es jetzt gerade haben, überhaupt so weitertragen, auch im Kontext von Digitalisierung und Automatisierung, wenn immer mehr Jobs wegfallen, weil sie eben von Robotern oder von eben Digitalen ersetzt werden. Und irgendwann werden wir das nicht mehr hinkriegen, dass jeder irgendwie einen Job haben kann, weil wir zu viele Menschen sind und zu wenig Jobs haben. Und wie funktioniert denn das dann überhaupt noch, das ganze System? Und wie können wir verhindern, dass es irgendwie in ein krasses Mehrklassensystem abdriftet, das noch krasser ist, als wir es jetzt schon haben, wo wir quasi so eine Elite haben, eine Reiche, die quasi die Ressourcen kontrolliert und der Rest hat nichts.
Und da ist ja universelles Grundeinkommen ist ja eine so eine Lösung oder ein Lösungsvorschlag, der gerne genannt wird. Und ich möchte auch gar nicht weiter groß drauf eingehen. Ich bin da auch nicht firm genug in dem Thema drin, um da wirklich drüber sprechen zu können. Aber The Expanse setzt sich ja zum Beispiel auch damit auseinander, dass es auf der Erde tatsächlich dieses Basic gibt. Also das ist, von dem sie immer reden, dass es ein Grundeinkommen gibt und was grundsätzlich erstmal dafür sorgt, dass niemand verhungern muss. Also niemand muss arbeiten, weil es gibt einfach auch nicht genug Jobs. Es gibt dann so das Gegensystem auf dem Mars, wo es quasi für jeden was zu tun gibt, weil die ganze Gesellschaft daran arbeitet, irgendwie den Mars bewohnbar zu machen. Und auf der Erde wird eher danach geguckt, dass irgendwie die Menschen nicht massenweise verhungern, weil sie sich kein Essen leisten können. Und deswegen gibt es eben dieses Grundeinkommen. Aber da wird halt auch darüber gesprochen, dass es nicht die universelle Lösung ist für alles. Und dass dieses Grundeinkommen halt wirklich auch nur ein Grundeinkommen ist. Also wer von Grundeinkommen lebt, lebt schon irgendwie sehr, sehr hart und nicht sehr luxuriös. Und solche Sachen, also das kann man sehen, wie man möchte. Da gibt es garantiert auch gegensätzliche Modelle. Und wie gesagt, ich stehe da zu keinem dieser Modelle. Ich möchte es einfach bloß mal erwähnen, dass auch sowas in Science Fiction mit behandelt werden kann und ich das extrem spannend finde. So, jetzt muss ich mal gucken, wo genau dieses Ding da drauf kommt. Nicht, dass ich hier Mist baue. Aha. Aha. Okay. Alles klar. Einfach drauf. Da. Da muss man echt ein bisschen aufpassen mit dem Sekundenkleber, weil der klebt halt wirklich fast sofort, sobald er die Pappe berührt. Was cool ist zum Arbeiten, aber auch schwierig, wenn man was falsch macht. Und wenn man das nachher dann wegnimmt, dann reißt man wahrscheinlich die Farbe mit ab, weil der Sekundenkleber löst natürlich auch die Farbe. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Jetzt haben wir aber hier ein wunderschönes Dach, das mir ganz ausgezeichnet gelungen ist. Und das kann ich hier draufsetzen. So. Dann, ja, ich habe auch vor einiger Zeit einen ganz tollen Roman gelesen, einen Science-Fiction-Roman, wo es auch zum Beispiel darum ging, wie das denn ist, wenn Menschen nicht mehr sterblich sind. Also wir hatten das ja, es gab ja zum Beispiel diese Altered Carbon-Serie bei Netflix, wo das auch so ein bisschen thematisiert worden ist. Und das war in diesem Roman war das genauso, dass Menschen sich quasi sichern oder hochladen können oder wie auch immer oder ihre Erinnerungen speichern und dann werden die in einen neuen Körper übertragen. Und der Roman hat da auch wirklich ganz ausgezeichnet irgendwie mit so Konzepten dann gearbeitet, wie was bedeutet es denn für zwischenmenschliche Beziehungen, wenn wir unsterblich sind? Also wenn wir immer wieder neu geboren werden, nachdem wir sterben oder bevor wir sterben. Und was bedeutet das für eine Ehe zum Beispiel, wenn man sagt, hey, wie sieht es aus? Wie ist es überhaupt, wenn wir jemanden haben, der relativ neu geboren ist, also der, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist und jemanden heiratet, der jetzt halt schon in seinem, was weiß ich, wievielten Leben ist und im Prinzip, keine Ahnung, 300, 400 Jahre alt ist. Ist das auch irgendwie sowas, wo man dann sagen muss, hey, bisschen zu jung und so? Oder ist das kein Problem? Oder also in der Welt ist es dann auch zum Beispiel so, dass eine Ehe nur für ein Leben gilt. Also quasi, sobald jemand wiedergeboren wird, sich neu wiederbeleben lässt, wie auch immer, beendet es quasi diese Ehe. Und die meisten Leute führen diese Ehe dann auch nicht weiter und so. Das heißt, das ändert so viel. Und bei manchen Sachen macht man sich gar nicht so die Gedanken. Man denkt bloß, hey, cool, wenn man ewig leben würde, was wäre denn dann? Und Science Fiction hat die Macht, quasi sich solche Sachen mal im Detail auch anzuschauen. So. Jetzt mal noch mal kurz eine Unterbrechung. Ich versuche jetzt hier diese Rückluke einzubauen. Auch hier wichtig, diese Gefahrenstreifen kommen nach hinten. Und jetzt mache ich das hier wieder auf die Ghetto-Methode. Jesus. Ja, das ist auch sowas, da hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß gehabt, wenn ich das am Anfang gleich gemacht hätte, bevor ich die Wände zusammengesetzt habe. Aber es geht. Das Wichtige ist, dass es dann nachher alles hält. Das. So, mal hier das schön
den Schlitz rein. So. So. Das muss ein bisschen vor, damit das hier bündig ist. Ja. Also, auch wenn es hier und da ein bisschen frickelig ist, ja, das habe ich zum Beispiel gleich falsch gemacht, da sind noch so Löcher drin. Im Prinzip kann man nicht wirklich viel falsch machen hier bei dem Ding. Also es ist, es gibt auch keine gedruckte Anleitung in der Form. Finde ich ein bisschen schade, weil ein, zwei Sachen hätte ich dann doch gerne noch mal ein bisschen nachgeguckt. Aber grundsätzlich kommt man auch wirklich gut klar damit. Also wenn man sich jetzt das offizielle Tutorial anguckt und nicht meine kläglichen Versuche. Okay. Und dann sich da selber dran setzt, das ist im Prinzip kein großes Ding wirklich. Ist das hier? Wenn wir mal wieder kurz das Bild angucken, dass ich auch das alles korrekt habe. Okay, das sieht gut aus. So. Genau, also ich habe ja schon gesagt, es gibt da noch so ein paar Elemente, wie jetzt zum Beispiel diese Konsolen hier. Die kann man hier an der Seite reinkleben, wenn man das möchte. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich finde, die sind nicht unbedingt notwendig, damit das Ganze gut aussieht. Und ich schaue lieber, dass ich das Ganze jetzt hier zum Abschluss bringe. Und zwar würde ich dann nämlich direkt mal noch diese Platte hier reinkleben, damit ich den Pilotensitz reinbauen kann. Ja. Also, wie gesagt, ich bin ein riesen Science-Fiction-Fan und das wird auch immer so bleiben, definitiv. Und ich bin immer dann vor allem dabei, wenn Science-Fiction wirklich genau das ist, was im Namen steht. Also wissenschaftliche Fiktion. Also Fiktion, die im Prinzip auf Grundlagen basiert und direkt mal auf die falsche Stelle geklebt, hervorragend, die halt zumindest hypothetisch wissenschaftlich nachvollziehbar sind. Und das heißt nicht, dass ich der ultimative krasse Naturwissenschaftler bin, der das alles bestätigen kann oder Physiker oder wie auch immer. Aber ich finde, gerade wenn es um Fiktion geht, es ist toll, wenn die Sachen irgendwie glaubhaft sind. Das ist so, da gehe ich dann voll auch mit Tolkien, der eigentlich ein Fantasy-Autor war, aber der auch gesagt hat, man braucht inhaltliche Kohärenz. Man braucht irgendwie das, was man da sieht, egal wie fantastisch das ist, das muss glaubwürdig sein. Das muss irgendwie in sich stimmig und logisch sein. Deswegen ist auch so ein Problem, was ich dann doch auch mit den J.J. Abrams Star Trek Filmen hatte, dass die genau sich an diese Regeln nicht halten. Dass man Sachen etabliert hat, Regeln etabliert hat, Distanzen etabliert hat in diesem riesen Star Trek Universum, die nicht eingehalten werden, wenn irgendwie in der Serie gesagt wird, von der Erde nach Kronos ist es eine Reise, die braucht irgendwie fast eine Woche und im Film fliegen sie die Strecke dann irgendwie in 2 Stunden. Und das ist mir klar, das hört sich extrem kleinlich an irgendwie und das ist auch natürlich was, das nicht unbedingt der Dramaturgie hilft, wenn die dann erstmal 2 Wochen unterwegs sind. Aber das muss man halt bedenken als Schreiber. Das ist halt letzten Endes die Aufgabe eines Schreibers, der so eine Story dann auch schreibt, sowas mit zu bedenken und halt eine Möglichkeit zu finden, wie man das in diesen Regeln, die etabliert sind in dieser Welt, irgendwie sinnvoll verarbeitet werden kann, weil da gibt es Lösungen. Alles andere ist halt einfach so ein bisschen faul, ein bisschen bequem. Und das kommt von jemandem, der durchaus faul und bequem ist, aber diese Welten, die leben halt da davon. Die leben von dieser Glaubwürdigkeit. So, also ich habe jetzt hier diesen Slot noch reingebaut. Da kann ich dann jetzt einfach diesen Sitz dann nachher reinstellen. Ich warte jetzt noch kurz, dass der Kleber nicht noch feucht ist und dann nachher ich doch den Sitz da reinklebe, den ich da nicht reinkleben will. Das versuche ich mal, dieses Cockpit jetzt hier nochmal reinzubauen. Da habe ich am Anfang, also dass das jetzt so ein bisschen wonky ist, das ist vor allem meine Schuld, weil ich da, glaube ich, von der Baureihenfolge ein bisschen Mist gebaut habe und auch das nicht so, warte, mache ich vielleicht einfach nochmal so, nicht so geknickt habe, wie ich das hätte machen sollen. Und also falls ihr euch da jetzt Gedanken macht, ich kann das durchaus bestätigen, das ist der komplexeste Bausatz, den es bisher gibt für Core Space.
Die anderen, das sind wirklich, da stellt man vor allem Wände auf und baut so ein bisschen, da geht es dann eher darum, dass man so seine Entscheidungen treffen muss. Wie möchte ich das denn zusammenbauen? Wo möchte ich denn die Deko platzieren? Wo möchte ich denn, keine Ahnung, die Tische platzieren und wo hänge ich Schilder auf und sowas. Also es ist eher so ein kreativer Prozess, den man da macht, was ich ziemlich cool finde, dass das auch möglich ist. So, und wir sagen, das sieht doch jetzt ganz gut aus. So. Zack, zack. Ich das jetzt hier. Genau, da werde ich das jetzt noch ein kleines bisschen kleben. An der Unterseite, also hier jetzt. An den Stellen. Weil das muss nicht aufgeklappt werden. Ich mache jetzt einmal ein kleines bisschen Kleber dran, damit es ein bisschen besser hält und nicht ständig aufklappt und damit es halt einfach auch ein bisschen stabiler wirkt von vorne. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und dann haben wir es auch schon. So gut wie. Eigentlich schade. Mir macht es nämlich echt Spaß. Also für mich ist es so ein bisschen, als würde ich mich mit jemand unterhalten, während ich bastel. Also so wie wenn ich halt bei einem von diesen Podcasts oder sowas mitmache und nebenher bastel oder mal. Das macht mir wirklich Spaß. Und ich hoffe, euch macht das auch Spaß, mir so ein bisschen beim Versagen zuzuschauen. Wie gesagt, das ist vielleicht eine ganz nette Malunterhaltung oder einfach was. Wenn man einfach mal ein bisschen zuhören könnte, wenn ich halt über das Zeug rede, das halt nicht so super themengesteuert ist. Meine Videologs, da überlege ich mir ja vorher ein Thema, ich mache mir ein paar Notizen, das meiste erzähle ich dann doch immer relativ frei, aber ich plaudere recht wenig so aus dem Nähkästchen. Und ich habe dann doch relativ viele andere Interessen außer Tabletop und mir macht es genauso viel Spaß, über diese anderen Interessen zu reden, wie es mir Spaß macht, über Tabletop zu reden. Und das hätte ich mir fast gedacht, dass das nicht ganz so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Also ich bezweifle auch, dass dieses Schiff hier raumtauglich ist, so viele Lücken, wie das jetzt gerade hat, durch meine eher zweifelhafte Bauweise. Aber das muss man sich dann halt vorstellen, ne? Ich rede da einfach dann gerne drüber. Ich habe noch irgendwelche anderen coolen Sachen gibt, über die ich gerade. Ah, genau. Ich habe jetzt auch wegen Corona mal wieder meine VR-Anlage. Ich habe so eine HTC Vive, so eine VR-Brille, mal wieder ausgepackt und habe mich mit ein paar Freunden online getroffen, die auch alle VR-Brillen haben. Und die haben lustigerweise, jeder hat eine andere. Also ein Freund hat die Oculus Rift, einer hat die Microsoft Mixed Reality und einer die PlayStation VR. Und da haben wir uns neulich getroffen in Rec Room. Das ist so ein, wie so ein Treffpunkt, wo man sich in der VR treffen kann mit Avataren und sowas. Und da kann man auch Spiele spielen. Also da gibt es dann so ein paar Sportspiele. Man kann Tennis spielen oder Golf oder Billard oder Bowling oder so. Aber man kann auch Paintball spielen. Es gibt so ein paar Dungeon-Crawler-Sachen, wo man dann zusammen durch so einen Dungeon durchläuft und irgendwelche Monster besiegen muss und so. Also ziemlich, ziemlich cool. Und wir haben uns da getroffen und haben zusammen so ein bisschen Spiele gespielt und uns einfach unterhalten und so. Und ich muss echt sagen, das ist echt abgefahren. Also das habe ich so in der Form, also ich habe das Ding schon lange, ich habe aber meistens alleine gespielt oder irgendwie Partyspiele oder mal Beat Saber oder sowas gespielt, aber dieses Multiplayer in VR ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung irgendwie, weil man da wirklich so ein Gefühl hat, dass man da ist. Das ist sowas, dass ich nachdem ich die gehabt habe, die HTC Vive, am Anfang ist es echt krass, weil man wirklich schnell vergisst, dass man in dieser VR drin ist und wenn man dann da rausgezogen wird und wieder die Brille absetzt, dann ist man erstmal so, oh, okay, krass. Aber das geht verloren irgendwann. Irgendwann, man hat dann dieses Kabel am Rücken hängen und die Brille ist recht schwer und so und man gewöhnt sich irgendwie so ein bisschen dran. Und über dieses Multiplayer ist es irgendwie wiedergekommen. Also wir waren da bestimmt 3 Stunden drin. Wir haben Bowling gespielt, wir haben Billard gespielt, wir haben uns unterhalten, wir haben Bier getrunken, weil man da drin Bier trinken kann. Und das hat sich wirklich angefühlt, als wäre ich mit meinen Freunden zusammen in einem Raum und würde halt Billard spielen. Und wir haben Selfies gemacht mit so einer Kamera, die man da einfach spawnen kann und so. Und das ist
da habe ich mir schon gedacht, es ist schon krass, in was für Zeiten wir irgendwie leben. Und das ist ja wirklich immer noch total am Anfang, diese VR-Sache. Und ich habe aber das Gefühl, dass das wirklich irgendwie sich in eine Richtung entwickelt, wo wir, glaube ich, noch einiges damit machen werden können, auch in anderen Formen, sei es jetzt sozial oder im professionellen, beruflich, wie auch immer. Und ich merke gerade, das war jetzt total doof, was ich gemacht habe. Ich muss natürlich diese Konsole da erstmal wieder reinmachen. Sonst wird das hier nichts. Jetzt habe ich hier natürlich. So. Also ich bin gespannt, was da auch die Zukunft bringt. Es ist, finde ich, nach wie vor eine sehr spezielle Sache, sehr, sehr gimmicky. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist, man hat nicht viele Möglichkeiten, wie man es wirklich gut nutzen kann. Man kann den Tabletop-Simulator zum Beispiel auch in VR benutzen, aber das eignet sich nicht wirklich, um auch damit zu spielen, sondern eher so, guck mal, das geht auch. Und das macht man dann eine halbe Stunde und dann langweilt es einen wieder und dann lässt man es wieder. Und dann gibt es halt so diesen Rec Room, der halt einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Sache ist. Und dann wird es aber auch schon dünn, was man so noch hat an Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird sich aber ändern. Also wenn wirklich die Technologie sich weiterentwickelt, wenn die Masken besser tragbar werden, wenn die leichter werden, wenn man die Kabel vollends los wird, es gibt da ja schon einige Ansätze. Dann glaube ich schon, dass so Sachen wie, keine Ahnung, Ready Player One oder so, das Buch fand ich toll, den Film so, solche Sachen werden durchaus denkbar sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Also, dass man sich da in dieser Welt auch verlieren kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil passiert mir eben jetzt schon, dass ich dann halt diese Brille abnehme und okay, es ist Nacht, das habe ich nicht bemerkt. Ich stehe hier seit einer Stunde in einem komplett dunklen Raum. Und unterhalte mich mit Leuten und mache irgendwelche Sachen und ich habe nicht bemerkt, wie es draußen dunkel geworden ist. Und da muss ich meinen Kopf jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass jetzt nicht die Sonne scheint, sondern dass jetzt nachts um 11 ist. Also, das sind so Sachen, da fragt man sich wirklich, wie das weitergeht. Und ich finde es spannend. Also, ich bin grundsätzlich jemand, ich habe keine Angst vor der Zukunft, zumindest vor technischen Entwicklungen. Ich sehe da ganz viel Potenzial, wenn man irgendwie von vornherein sich schon Gedanken drüber macht. Deswegen war das für mich auch schon immer wichtig, sich irgendwie tatsächlich Gedanken zu machen über ganz, ganz viele Sachen, weil lieber macht man sich ein bisschen zu viele und ein bisschen zu früh Gedanken über Geschichten, als dass man nachher komplett überfahren wird von Entwicklungen. Weil wir sehen ja, was jetzt passiert, wenn was passiert, das man irgendwie nicht erwartet hat, mit dem man nicht gerechnet hat, mit dem das System nicht so richtig klarkommt oder nur so bedingt. Und ich glaube, es ist besser, wenn man sich ein paar mehr Gedanken macht, letzten Endes. Ja. Das will jetzt hier auch schon wieder. Ich habe doch hier jetzt Kleber dran gemacht. Wieso willst du nicht halten? Also ich mache jetzt natürlich hier genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich mache jetzt so Fitzelzeugs, das ich eigentlich genauso gut auch nach dem Video machen könnte, um euch die Zeit zu sparen. Aber so ist das halt, ne? Möchtest du jetzt halten oder möchtest du nicht halten? Also das nächste Mal suche ich mir vielleicht doch ein einfacheres Modell aus. Einfach um euer Nervenkostüm zu schonen und auch meins. Weil ich natürlich dann auch die ganze Zeit denke, kannst du das jetzt so online stellen, Tobias? Willst du das machen? Sieht das nicht total schlecht für dich aus, wie du jetzt hier kämpfst mit der Geschichte? Ist das wirklich eine gute Idee? Aber auf die andere Stimme sagt dann wieder, natürlich ist das eine gute Idee. Weil ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, die Zeit investiert, dann werde ich da auch ein Video draus machen. Ich glaube, also, ich glaube, dir hakt's. So, jetzt hält's. Also ich habe jetzt hier nämlich diese Konsole reingebaut, weil die ist, finde ich, schon ganz cool. Die trägt auf jeden Fall auch zur Optik positiv bei. Und das sieht jetzt alles so ein bisschen wild aus, aber das ist nicht schlimm.
weil wir haben es dann soweit. Also ich mache jetzt hier diesen Kleber in den Stuhl rein. So, ja, der hält nämlich wunderbar. Ihr seht, kann man natürlich auch so ein bisschen so biegen, weil das ist natürlich ein ergonomischer Stuhl, der ein bisschen nachgibt. Ganz wichtig, auch Piloten brauchen Ergonomie. Und dann müssen wir jetzt nur noch das Ganze hier zusammensetzen. Das heißt, hier kommt der eine Flügel. Und hier kommt der andere Flügel. Hat ein bisschen was von der Actionfigur, muss ich sagen. Fehlen nur noch so, jetzt habe ich hier die Strebung rausgelöst. Jetzt hält es wieder. So, nochmal. So. Fehlen nur noch so Kanonen, mit denen man irgendwie so Stifte rausschießen kann. So, jetzt machen wir hier hinten mal die Luke zu, weil sonst tritt ja die ganze Weltraumluft ein. Das ganze Weltraumgift. Ist das richtig so? Ach, keine Ahnung. So. Ja, der eine Flügel hier ist ein kleines bisschen locker. Da ist der Ausschnitt ein bisschen groß. Da muss man vielleicht ein kleines bisschen einfach entweder mit Sekundenkleber, das kann man ganz gut machen. Man kann diese Kanten mit Sekundenkleber aushärten, wenn man das gerne möchte. Also die Pappkanten. Oder man muss halt irgendwie was reinstopfen, damit es halt ein bisschen besser hält. Und dann kommt jetzt hier noch das Dach drauf. So. Einfach draufschieben. Jawohl, das passt. Ist gezeichnet. Und kann man hier ja da vorne muss ich auch noch einmal kurz kleben. So, und jetzt ist mir tatsächlich auf die letzten 5 Minuten noch die Kamera abgekackt. Das heißt, ich habe hier für 10 Minuten, 5 Minuten, wie auch immer, noch vor laufender, nicht laufender Kamera weitergequasselt, während gar nichts mehr aufgezeichnet wurde. Deswegen jetzt nochmal für euch das quasi Endergebnis. Es hat sich jetzt nichts mehr dran geändert. Ich habe das Ganze jetzt nochmal vollends zusammengesetzt. Das hatte auch noch eine gute Sache. Ich konnte jetzt noch quasi, bevor ich den zweiten Take jetzt hier noch gemacht habe, noch meine Sharpie-Technik anwenden, die ich euch noch zeigen wollte. Und zwar habe ich jetzt einfach, nachdem das Ganze zusammengesetzt ist und fertig ist, mit meinem Permanent-Marker hier einfach alle Kanten, die das Ganze hat, also überall, wo man noch das blanke Papier sieht von der Pappe, bin ich einfach mit dem Stift hier so lang gefahren. Das heißt, da kann man dann einfach so lang malen. Das ist auch völlig egal, was für einen Stift man da benutzt. Man kann da auch, wie gesagt, eine andere Farbe benutzen, wenn man das gerne möchte. Aber vielleicht seht ihr das hier. Ich poste dann auch gleich noch ein paar Bilder. Das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall, weil eben diese oft ja bisschen weiß rausblitzenden Stellen durch die von der Pappe dadurch weniger sichtbar werden und dadurch sieht das Modell tatsächlich noch ein bisschen runder, noch ein bisschen fertiger aus und vor allem sieht es nicht mehr so ganz nach Pappe aus, was natürlich ein schöner Effekt ist, weil das Ganze ist aus Pappe und je weniger es nach Pappe aussieht, desto besser. Und das war es dann eigentlich tatsächlich auch schon. Das ist das schöne Shuttle. Wie gesagt, hier und da kann man bestimmt deutlich sorgfältiger vorgehen, als ich das jetzt getan habe. Die Sachen, die ich jetzt geklebt habe, wie gesagt, hier unten habe ich jetzt an dem Cockpit ein bisschen was angeklebt. Ein paar von den Einzelelementen muss man dran kleben, ansonsten kommt man da ganz gut ohne Kleber aus. Das kann man auch so ein bisschen selber entscheiden. Das Wichtige ist eben, dass es letzten Endes vor allem ein bespielbares Modell ist, also dass es weniger für gedacht, sondern mehr dafür, dass man das tatsächlich dann auf dem Tisch stehen hat. Und dann hier seine Figuren reinsetzen, beziehungsweise mit seinen Figuren das Shuttle betreten und hier zum Beispiel auch innen auf dem Pilotensessel, den Pilotensessel kann man dann einfach rausnehmen und dann einfach entsprechend jemanden hier reinsetzen, der dann das Ganze steuert. Und
von mir auf jeden Fall ein, finde ich, ein ganz, ganz tolles Modell. Es hat echt Spaß gemacht, es jetzt zu bauen. Wie gesagt, hier und da ist es ein bisschen frickelig. Die anderen Core-Space-Sachen sind da relativ geradlinig im Vergleich. Aber es macht auf jeden Fall auch echt was her nachher. Und das ist natürlich ein super tolles Szenario-Stück, besonders wenn man das dann nachher auch in der Kampagne benutzen kann und so weiter. Also ich find's richtig cool. Ich hoffe, ihr habt jetzt von meinem unfassbar langen Video tatsächlich auch was gehabt, dass sich jetzt die stundenlange Bauerei für mich auch gelohnt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir natürlich am meisten. Und diesen Bausatz, genauso wie alle anderen Core-Space-Sachen, kriegt ihr unter anderem auch bei Miniaturikum. Das hier habe ich mir jetzt tatsächlich selber gekauft. Das habe ich mir schon letztes Jahr gekauft auf das Spiel. Aber Miniaturikum hat mir unter anderem das Core Space Core Set geschickt, ohne dass ich dafür was bezahlen musste. Und dementsprechend könnt ihr auch sehr gerne bei Miniaturikum vorbeischauen. Die haben das jetzt gerade alles im Sortiment, des Core Space Zeug. Ist nicht immer so. Es ist tatsächlich relativ gefragt. Und dieser Bausatz hier kostet knapp 10 Euro, beziehungsweise grobe 10 Euro. Also finde ich völlig in Ordnung, besonders weil es halt auch noch diese Szenario-Elemente noch dabei sind und sowas. Also das ist völlig, völlig okay, finde ich. Und ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ganzen Sache und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Das nächste Video ist dann am Freitag. Das ist mein nächster Spielbericht. Und es gibt tatsächlich mal wieder einen Zwei-Spieler-Spielbericht. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich habe allerdings natürlich auch noch einiges an Nicht-Zwei-Spieler- bzw. Singleplayer-Koop-Sachen geplant. Und da kommt auch noch einiges inklusive natürlich Core Space, das ihr dann auch natürlich mal in Aktion sehen werdet. Und vielleicht sogar mit dem Shuttle mal gucken. Wäre ja eigentlich ganz cool, wenn ich das jetzt sowieso schon gebaut habe. Sagt mir gerne, was ihr von diesem ganzen Format haltet, ob ihr mich weiter dabei zuschauen wollt, wie ich laber und Sachen schlecht zusammenbaue, dann mache ich das gerne auch wieder, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr aber in großer Mehrheit sagt, nee, Tobi, das ist irgendwie doof, dann ist das auch völlig in Ordnung, dann bin ich nicht traurig, sondern ich habe auch noch andere Formate. Also es ist jetzt nicht so, dass mir der Content ausgeht, mir geht es einfach nur darum, dass ich das mache, was mir Spaß macht und was euch Spaß macht. Dann haben wir alle Spaß, das ist doch toll, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche bis zum Freitag oder bis zu meinem nächsten Video. Und ich spiele jetzt mal ein bisschen mit meinem neuen Raumschiff. Oh nein, ah, der Flügel ist abgefallen. Schnell, wir müssen fliehen. Hier kommen die Roboter. Die Roboter haben das Raumschiff erobert. Hoch leben die Roboter, nieder mit den Menschen. Roboter, Roboter.